Hallo, wir spielen heute London Bridge mit zwei Händen, mit einem punktierten Rhythmus und die linke Hand spielt zwei Akkorde. Auf geht's an die Tasten. Am Anfang der ersten Linie legen wir den vierten Finger auf das G. Dann haben wir den fünften Finger für das A. Also die erste Zeile liegt die Hand einen Ton höher, als wir es eigentlich gewöhnt sind. Ich spiele 4, 5, 4, 3, 2, 3, 4. Spielt mal mit und sprecht die Zahlen der Töne laut. Und 4, 5, 4, 3, 2, 3, 4. Gut gemacht. Wir gehen weiter zur zweiten Zeile. Jetzt liegt auf dem D der Daumen, weil unsere Hand ja eine Taste höher liegt. Wir spielen zweite Zeile. 1, 2, 3, 2, 3, 4. Spielt mit die zweite Zeile und 1, 2, 3, 2, 3, 4. Die dritte Zeile geht wie die erste. Der vierte Finger liegt immer noch auf dem G. 4, 5, 4, 3, 2, 3, 4. Oh la la, jetzt kommt die letzte Zeile. Der Daumen liegt auf dem D und jetzt kommt mit dem kleinen Finger das G. Das heißt, ich ziehe die Hand etwas zusammen, dass der kleine Finger auf das G kommt. Denn nur so kann ich E und den Schlusston C spielen. Nochmal die letzte Zeile. Ich komme an mit dem Daumen auf dem D, ziehe die Hand zusammen, fünfter auf G. Das ganze Lied und klopfe den Rhythmus der Zweierakkorde dazu. 1, 2, 3, 4. Wenn ihr soweit seid, dann klopft jetzt nicht und spielt ihr die beiden Zweitonakkorde. Ich rufe sie euch zu. Es beginnt mit dem C-Zweitonakkord. 1, 2, 3 und C. Wir spielen von vorne etwas langsamer mit zwei Händen. Vierter Finger liegt auf G. Zweite Zeile, G ab zweier Ton. Okay, gönn dir die Zeit, spiele es 3 bis 5 Mal, dann klappt es auch bei dir. Und für die ganz Mutigen unter euch habe ich noch eine Spezialbegleitung. Ihr könnt statt der einfachen C und G, Zweitonakkord, könnt ihr auch spielen. Ich hoffe, es hat euch Freude bereitet und der eine oder andere spielt es nach. Dann sage ich für heute Tschüss, bis zur nächsten Musikstunde.